Gehen wir da mal hin. Das ist Clementine. Wir können Clementine in den Cappy wiederbringen. Na los. Haben wir natürlich einfach so in der Hosentasche reingesteckt, ne? Natürlich. Wie kann es auch anders sein? So, die Statue jetzt. Vielleicht können wir jetzt endlich öffnen und können endlich mal reingehen, um zu gucken, was so drin vor sich geht. Ja, wir können rein. Cool. Ah, da ist ja die Süße. Die Kuh hat wohl keine Lust mehr, wa? It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Als wären wir ihr wirklich ihr Vater, so, ne? Wow. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. Was ist das? This thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Weiß nicht. Alter. Clementine, hier dein Cappy. Here, Clementine. My hat! You found it! Natürlich. I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor end who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Ich sage sicher, der Gedanke ist mir lange nicht gekommen. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. Ja, kein Problem. Oh, die ist so süß. Nah, but you go on ahead. Die ist so süß. So süß. Quatschen wir mal mit denen. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Riecht's komisch. Like duty. Kids. Mit ihm hier sprechen, hey, mit Andy. Andy? Yeah. Wie geht's der Kuh? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Wann glaubst du, können wir essen? Danny und ich haben im Wald eine Frau getroffen. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he ought to. When do you think we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Okay. Thanks. Yep. So, schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir auch irgendwo Batterien für unsere Kamera. Aber hier scheint so erstmal nichts zu sein. Ah, hier ist wieder so ein komischer Leckstein. Aber sonst... Ah, ein Heuballen. I wanna play in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Ah, gut, dass die Kinder hier wenigstens hören. Okay, das Ding auf. Hier sind Kartons. St. Johnson Farm. Empty. Okay. Aber sonst ist hier nichts weiter, dann gehe ich wieder raus. So. Hier können wir auch noch ran. Was schlossen? You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff, something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? How about Clem? Na, wir sind eigentlich nicht verwandt. Ich werde sie um jeden Preis beschützen. I'll protect her no matter what. Natürlich. That guy with Katja. What's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure.
So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Okay. Schrauben. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Schwarzes oder was? Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Alter, nur weil du schwarz ist oder was? What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Naja, wir bräuchten erstmal. It was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Ein Gespräch hat ein Geräusch gehört. Ich sehe mir nur ein wenig im Schaden. Was ist hinter dieser Tür? Just checking out the barn here. Hätte also nichts davon mitkriegen. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Okay, wir sollten uns einen Schraubenzieher besorgen. Und das scheiß Ding aufkriegen. Aber wir haben keinen Schraubenzieher. Also müssen wir mal gucken. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Ich würde gerne erstmal irgendwas finden, womit ich das Ding aufmachen kann. Was ist hier? Was für eine... Haben die hier Zombies drin oder was? Na, dann würden die ja noch mehr Geräusche machen. Dann würden wir irgendwas hören. Komm schon, irgendwas müssen wir finden, womit wir die Tür aufkriegen oder die Schrauben abkriegen wir zumindest. Hm. Futtertock. It's a feeding trough. Okay. Wow. Hat sehr agil gebracht jetzt. Wir müssen irgendwas finden, womit wir das Scheißding aufkriegen. Da haben wir schon reingeguckt. Hier gucken wir jetzt mal rein. So, hier ist auch nichts. Verdammt. Vielleicht müssen wir denn doch nochmal raus oder so. Weil irgendwo müssen wir was finden. Ich habe ja auch nichts, mit dem ich den scheiß Ding da aufkriege. Ja, vielleicht ist draußen ein Schraubenzieher oder sowas. Geh das mal raus wieder. Wenn das noch nicht dunkel wird, draußen sieht es ganz schön dunkel aus. Na gut, sie ist abgelenkt. Oh, okay, wir werden uns jetzt erstmal hier ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir wirklich irgendwas. Irgendwas müssen wir finden, damit wir das Scheißding aufkriegen. Naja, weiter können wir hier nicht gehen. Ah, von innen sah das aus, als wenn es schon über dunkel wäre hier draußen. Vielleicht sollten wir der Alten da Bescheid sagen, weil sie weiß ja, dass hier irgendwas im Busch ist, oder hat sie jedenfalls immer dazu gedacht. Da, ein Werkzeugkasten. Ja, Multitool. Sehr schön. Gefunden. So, pass auf, jetzt machen wir was. Wir fuschen am Generator um. Er hat ja gesagt, dass man dafür ganz schön lange braucht, um das Ding wieder einen Schuss zu kriegen. Das Ding. Ja, ja, den haben wir auch hier. Multi-Tool. So, alles klar. Und jetzt. Now, damn it! Thing is moving fast. Okay, dann machen wir erst das Teil aus. Bums. Oh, ist aber laut. Jetzt ganz schnell raus damit. There, that should do. Hast du das Ding wieder zugemacht? Fucking Danny, where did he find this piece of shit? Oh, fucking thing through a belt. Damn it all. Ah, oh, son of a fuck. Oh, this take forever.
Sehr schön, gut, dass es ewig dauert. Wir gehen jetzt wieder zum Stall ganz schnell, bevor er wiederkommt. Ja, das wird auch ewig dauern. Hätte er keinen Riemen oder sowas jetzt da drinne. Komm schon. Das schaffen wir. Wir müssen uns bloß beeilen, bevor er wiederkommt. Nicht, dass er uns mitten auf in der Tat da reinrennt. Alles klar. Ist gleich wieder diese bedrückte Musik, ey. So, Kenny. Schauen wir uns mal hier um. Was der wohl so zu verstecken hat. Das Essen ist fertig. Komm. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Okay. Wir machen das Ding auf. Schraube. Das wäre denn jede einzelne Schraube. Warum lässt du es denn fallen? Wie willst du es nachher wieder festschrauben? Oh Mann, ist der bescheuert. Gut, das Ding ist auf. Ach du Kacke, was ist hier denn los? Was schlachten die denn hier? Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Die Tür stand bereits offen. Was zum Teufel ist das? What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Irgendwie traue ich dem Typen nicht. Oh, Brenda, you are an angel. Excuse the mess. We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Okay. Jetzt könnten wir uns vielleicht noch ein bisschen umschauen, bevor wir essen. Danny's baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. Okay. Hier können wir die Hände sauber machen. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Es muss leise sein. Leise, damit sie nicht hören, dass wir hier hochgehen. Warum guckt er nicht so? Guckt er nicht so, als wenn du irgendwas gesehen hast oder sonstiges. Wir wollen uns nur ein bisschen umschauen. So, jetzt sollten sie uns nicht mehr hören. Was ist das überhaupt für eine Schnur? Das Ding aufmachen? Schranktür. Führt die Schnur hin? Stromkabel verbinden? Was ist das? What the hell? Da kommt Licht raus. Können wir sonst noch irgendwas machen? Handtuch, Medikamente, Kerzenschachteln, Morphium? You need so much morphine for. Morphium? Hier. Flecke. Is that blood? Alter, was ist hier los? Wieso haben sie die Tür versteckt? Alter, was ist mit den Leuten los? Ich hab doch gesagt, ich trau denen nicht. Irgendwas ist hier im Busch. Und wir schauen mal, was hier los ist.
Scheiße. Die haben ihm seine Beine abgeschnitten. Mark. What the hell happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't eat dinner. Oh nein. Oh nein. Nein, bevor sie ist. Schnell, 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 schnell.